Ja, Interview mit Sportreporter-Legende Dr. Sigi Bergmann, der nicht nur der Erfinder der legendären Sendung Sport am Montag war, sondern auch als Boxkommentator viele Jahre den ORF bei spannenden Boxkämpfen begleitet hat, und er war 1978 auch als Kommentator bei der Weltmeisterschaft in Argentinien dabei. Herr Dr. Bergmann, vielen Dank fürs Interview. Was sind Ihre Erinnerungen an die damalige Zeit, an das Turnier? Naja, wir wussten schon, dass wir in eine Diktatur fahren, aber natürlich hat, immer wenn sich die Politik in den Sport eingemischt hat, war es ein Desaster. Es hat beim Hitler begonnen, 1936 in Berlin, da hat es schon weltweite Proteste dagegen gegeben. Ich habe mit dem Max Schmeling ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Und der hat mit dem habe ich offen reden können. Und der hat 1936 den Joe Louis K.O. geschlagen. Jetzt waren 36 die Spiele in Berlin, und die Deutsche Reich wollte natürlich den berühmtesten Deutschen in Amerika, den Max Schmeling, nach einem, der war 100:1 Außenseiter und hat durch K.O. gewonnen in der 12. Runde gegen Joe Louis. Und eine Woche vorher aber hat der Goebbels ihm einen Brief geschrieben, er muss sich von seiner Frau, die Annie Ondra, es war eine tschechische tolle Schauspielerin, mit der Max liiert und verheiratet war dann, er muss sich von ihr trennen und von seinen jüdischen Freunden. Er war in Künstlerkreisen verbunden. Sie war auch Jüdin, nehme ich an, oder? Die? Ja, Tschechien hat, glaube ich, schon genügt im Dritten Reich. Und das Problem war dann das, jetzt verlangt das Dritte Reich vom Schmeling, er soll sich von seiner geliebten Frau trennen, er soll sich von seinen Freunden trennen, und der Hitler bittet ihn, er soll nach Amerika fahren und Werbung zu machen für die Olympischen Spiele. Und er hat es gemacht. Und habe ich ihn bei einem Interview gefragt, Herr Schmeling, ich kenne Sie als einen der seriösesten und tollsten Sportler, warum machen Sie das? Sagt er, bitte sprechen Sie mich nicht an. Ich habe durchgedreht. Ich wollte meiner Heimat eine Freude machen und wollte meiner Heimat helfen. Ja, sage ich, aber Sie, Ihre Heimat hat von Ihnen verlangt, Sie sollen sich von Ihrer Frau trennen und Sie sollen sich von Ihren jüdischen Freunden. Bitte fragen Sie mich nicht, hat er gesagt, warum ich rübergefahren bin. Er hat ja dort drüben alles schön geredet, faktisch. Ich wollte meiner Heimat nur einen Dienst machen. Bitte jetzt keine Fragen mehr, sonst reden wir gar nicht weiter. Ich kann mich nur an eines erinnern, Hitler hat einen üblen Mundgeruch. Das war das Einzige, was er mal gesagt hat. Und Schmeling, den hat man zum Beispiel dann, obwohl er im zweiten Kampf ja einen Wirbelbruch gegen Joe Louis erlitten hat und noch in der ersten Runde schon K.O. war, hat man dann als Fallschirmjäger eingesetzt, mit einer hinnigen Wirbelsäule und so. Also, die Diktatur hat den Sport immer in der Hand, und die Sportler in 9 von 10% oder in 9 von 10 Fällen verlieren sie und werden fallen gelassen, wenn sie verlieren selber sportlich, und wenn sie gewinnen, werden sie noch mehr hinaufgepusht. Ja, so ist es auch im Fuß. Also, was in Argentinien? In Argentinien. Wir, als wir dorthin gekommen sind, haben eine sehr friedliche Landschaft gesehen. Natürlich war das klar, dass dort also je strenger die Zügel angezogen werden, umso so weniger Revolten gibt es. Nicht? Also wir haben nicht allzu viel gemerkt. Einige Male sind wir, wenn so Aufmärsche waren und Paraden waren, dann durfte man nicht filmen. Da sind wir auch. Im Stadion oder in den Städten? Oder? Nein, zum Beispiel im Zugang zum Stadion. Da waren große, da ist man durch ein Spalier von Militär gegangen, die den Weg hinein gemacht haben und jeden, der gefährlich schien, gestoppt haben, untersucht haben und so weiter. Und wir mussten ohne die Kamera, wir sind vom österreichischen Fernsehen und wir filmen drinnen, aber heraus durfte nicht gefilmt werden. Und da sind wir dann einmal vorbeigegangen,
wo der Kameramann die Tasche, in der er die Kamera gehabt hat, und da sind wir eine ganze Kompanie abgegangen. Sind wir uns schon als Helden vorgekommen. War null. Hat nichts braucht, weder was braucht noch, weil auch bei uns steht die Polizei da vor einem wichtigen Länderspiel. Das sagt noch nichts über eine Diktatur. Aber all das, was da dahinter gesteckt ist, das. Hat man das im Vorfeld in Österreich gewusst? Also es war seit 2 Jahren, seit 76 war das dort eine Diktatur. Hat man dort irgendwie schon mitbekommen, dass die Menschenrechte mit Füßen getreten? Wir sind eine Diktatur, aber mischt sich nicht rein. Und wir hatten auch keine Möglichkeit. Sie müssen denken, das war sicherlich deswegen, weil man eine Diktatur, weil man die Leute wirklich im Griff hatte. Also ich bin überzeugt, dass alle unsere Telefone abgehört wurden. Da gibt es keinen Zweifel für mich. Und wir sind jeden Tag zu den Match, ob das in Martel Plata war, ob das, wurscht, in welchen Ort auch immer, hingeflogen worden und am Abend wieder zurück. Also da hat es extra Flüge nur für Reporter gegeben und Zeitungsjournalisten. Und wir sind hingeflogen und zurückgeflogen. Und am nächsten Tag schon wieder, was weiß ich, nach Mendoza geflogen und immer von Buenos Aires aus. Und so waren wir eigentlich in Griffweite, ohne irgendetwas machen zu können. Außerdem, was wir jetzt schon machen, dass zu einem Sportteam bei Olympischen Spielen, überhaupt wenn es in die Diktatur geht oder woanders hingeht, auch in Griechenland und auch in England haben wir das dann gemacht, dass auch Reporter mitgefahren sind von der ZIP. Der Dr. Winter war zum Beispiel, der jetzt in China war und jetzt, glaube ich, in die Türkei geht, war also da mit dabei und hat seine Kommentare gesponnen. Das war damals fast nicht möglich. Die Akkreditierungen waren sehr spärlich ausgegeben. Und wie gesagt, wir waren Tag und Nacht in der Arbeit. Du hast für einen 4-5-Minuten-Film von der österreichischen Nationalmannschaft hast einen Tag gebraucht. Du bist 40-50 Kilometer im Schritt gefahren, der Verkehr war gigantisch. Dann hat man dort gewartet, bis man dran gekommen ist. Dann haben wir dort die Interviews gemacht, haben ein paar bewegte Bilder dazu, haben uns wieder zurückgestottert und mit Mühe und Not dann einen 5-Minuten-Film zu schneiden. Was ist das Neueste von der Front der Österreicher? Hans Huber hat mir erzählt, es war, glaube ich, das letzte Mal auch so, dass alle Reporter wirklich an einem Ort zentral versammelt waren und ihr seid dann immer dorthin auch alle zurückgeflogen. Alle, ja. Und dadurch waren wir natürlich ganz klar. Ich bin überzeugt, dass wir verkabelt waren, also das heißt, unsere Telefone angezapft waren. Also wir waren dort ganz zentral und sind auch zentral geführt worden in einem Journalistenbus, in einem Journalistenflugzeug, in einem Journalistenautobus ins Stadion geführt worden, dort abgeschirmt, ich meine, da braucht man ja gerade nicht die Leute, man konzentriert sich ja auf das Match. Man ist ja dazu hingeschickt worden, um da alles über dieses Spiel, das man übertragt, zu wissen. Also insofern waren wir gut abgesichert. Positiv auffällig für mich, dass die Menschen bei aller Begeisterung, nachdem sie Weltmeister geworden sind, unheimlich freundlich waren. Die waren nie, dass der Unterlegene gespottet wurde oder was. Das Publikum war gut. Wie ist das mit den Spielern? Sind die aus der Pflicht zu nehmen oder ist es die Aufgabe eines Spielers, sich da politisch einzumengen oder sollen die einfach ihren Dienst dort tun? Was hätten sie machen sollen? Nein, was hätten sie von ihnen verlangt? Dass sie Märtyrer werden? Das sind Fußballer. Glaubst du, dass Künstler nicht dort in Argentinien waren? Dort war zur Eröffnung der Weltmeisterschaft im Theater Colón super Weltstars in der Oper und haben den Otello aufgeführt. Zum Beispiel der warum verlangt man das? Das sind keine weder politische. Sie spielen, sie haben sich in einem Land, wo Fußball einen großen Stellenwert hat, haben sie sich in die erste Reihe gespielt. Und was hätten sie jetzt machen sollen? Sich verschleppen lassen, sich zu weigern.
Das wäre unterdrückt worden, der hätte als verletzt gegolten und wäre weg gewesen. Aber ich meine, hin und wieder gibt es ja politische Statements auch. Der Paul Breitner, der ist ja 78 nicht mehr aufgelaufen, der hat in einem Interview vom Stern gesagt, wenn ihr zum Beispiel das Finale erreicht, gibt es... Was hat der Herr Breitner, mit dem ich sehr gut befreundet bin, was hat er für ein Risiko auf sich genommen? Aber wenn sie das von den Argentiniern verlangt hätten, die hätten volles Risiko mit ihrem Leben. In Deutschland kann ich laut blasen. Du bist nicht gefährdet. Der Ball hat aber, wenn es nicht ganz leicht war, sehr geradlinig geredet. Man erwartet ja von den Sportlern überhaupt sehr viel. Sie sollen also, wenn man an die Sportler solche Maßstäbe anlegen würde, bei die man an Sportler anstellt. Solid leben, kein Rauschgift, kein Alkohol, es geht auch gar nicht. Und du legst es auf die Bühne der Popstars um. Ja, na, wer kennt dort Singer bei denen? Ja. Aber beispielsweise in Argentinien war es ja so, im deutschen Team war Amnesty International zu Gast und der deutsche DFB-Präsident hat die wieder zu Hause geschickt, hat gesagt, na, jetzt brauchen wir euch da nicht, das ist ja auch nicht irgendwie förderlich für das Ganze, oder? Weil es geht ja auch irgendwie um eine Symbolik, jetzt gar nicht darum, dass jeder irgendwie ein Held spielt oder zur Revolution aufruft, aber dass man irgendwie ein Zeichen setzt, bei dem man sich selber nicht in Gefahr begibt. Man kann es, aber es ist in einer Fußballnationalmannschaft spielen nicht 11 Jägerstädter, wenn Sie wissen, was ich meine. Wie beurteilen Sie das, dass so große Events, also Fußballweltmeisterschaften, Olympische Spiele und so weiter, sehr oft in Staaten stattfinden, die Menschenrechte nicht gerade hochhalten? Dann dürfte man es eigentlich nur noch an ganz wenige Länder vergeben. Wer wäre da der Richter drüber? Du kannst eine Weltmacht wie es damals die Sowjetunion war, nicht? Nein, da hätte ja Amerika ja auch nicht. Amerika hat ja auch boykottiert dann. Nicht? Es war diese Boykott-Sachen links und rechts sind ein Desaster für den Sport. Das ist für den Sport schlecht. Wenn der Sport auch missbraucht wird, ne? Ja, der wird immer missbraucht. Immer. Das, was mir jetzt am Nerv geht, obwohl man, das ist Katar zum Beispiel, also die Weltmeisterschaften, wo man Stadien baut und die Leute umbringt oder bis zum die Arbeiter bis zur totalen Erschöpfung und Sterben und so weiter und die Diktatur und was weiß ich, also das ist nicht schön, aber ich meine, wäre es da nicht gerade Aufgabe von Journalisten, beispielsweise jetzt bei der FIFA, dass man da noch mehr auf diese Dinge hinweist und auf diese Korruptionsgeschichten, die es da gibt, zur Genüge? Genauso wie wenn Sie die Frau Merkel oder den Herrn Obama überreden wollen zu irgendeiner Tatsache als Journalist. Es ist chancenlos. Da sind ja andere Ideen dahinter, nicht? Natürlich, bei Olympia, da weiß man genau. Also wenn abgestimmt wird, zum Beispiel... Kommt der Geldkoffer zum Einsatz? Nicht nur Geldkoffer. Was glaubst du, wie die Olympischen Spiele nach Turin übergeben wurden? Ne? Wie viele Schiffe mit Fiat-Autos dorthin gefahren sind, weiß nicht. Wird natürlich keiner sagen. Dabei war ja zum Beispiel für mich einer der tollsten Sachen gewesen. Diese Senza Confine mit drei Ländern, Österreich, Slowenien und Italien. Ja? Also, und das waren Völker, die sich im Ersten Weltkrieg die Schädel eingehaut haben gegenseitig oder im Zweiten. Die Schädel eingehaut. Das wäre ein Symbol gewesen für den Sport. Batsch. Hat man gehört Turin. Und das Ganze war, also, Ich bedauere das nicht nur als Österreicher, sondern hier wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber du hast ja, na wo waren dann die Gerechtigkeit? Kommen wir noch einmal ganz kurz zu WM 78 zurück, weil alles redet ja bis heute vom Tor von Hans Krankl, vom Cordoba-Mythos und diesen Dingen. Das hat sich ins Gedächtnis in Österreich eingebrannt. Aber warum, glauben Sie, hat man alles andere irgendwie so ausgeblendet? Für mich ist das schade, und weil wir heute schon den
Paul Breitner gehabt haben. Der Paul Breitner hat gesagt, das Cordoba schadet euch mehr, als euch hilft. Und das finde ich auch. Es ist für Gott sei Dank haben wir jetzt eine Nationalmannschaft, auf die viele Leute stolz sind, unter anderem auch ich. Ja, das wird, das Cordoba habe ich nicht mehr ausgehalten. Ich habe das nicht mehr ausgehalten, obwohl es gigantisch war. Wir sind nachher von Argentinien über Brasilien und sind ein bisschen in die Karibik geflogen. Dann überall haben sie den Krankel. Und lustigerweise war bei dem Insert Krankel das L und das, da war ein I zum Schluss. Da haben alle Krankel gesagt. Krankel, 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 Krankel. Also, und jetzt immer noch, bevor es nach Deutschland geht, ist ja lächerlich. Die Deutschen haben in der Zwischenzeit wie viele Weltmeistertitel gemacht? 4. Also, und wir berufen uns auf Cordoba, das haben wir da nicht notwendig.